Und ein herzliches Willkommen bei der nächsten Folge von Starfield. Ja, wir haben gerade mit ihr geredet in der letzten Folge. Ich habe da oben schon ein bisschen Massaker gemacht. Für mich jetzt wieder neue Aufnahmesession. Aber diesmal eine kleine. Explosiver PMS. Okay. Ich weiß aber jetzt gerade nicht, was meine Mission ist. Muss ich raus? Ich war ja hier. Ja, ordentlich fleißig. So ein paar Sachen habe ich vergessen. Ich probiere jetzt auch auf meinem Kanal so ein bisschen ein paar neue Dinge aus demnächst. Deswegen nehme ich mal einfach unter der Woche auf, weil ich möchte mehr machen für euch. Ich hoffe, das kommt bei euch dann auch an. So. Die Frage ist, wo geht es jetzt hier weiter? Ach, da. Ah, hier habe ich Waffen fallen lassen. Naja. Wo? Hier? Hallo? Das war's. Was? Was? Denkst du, er ist ein Spacer? Was steht als er hat sie doch an? Erledigt. Hm? Die Welt retten? Die Galaxie retten? Das Universum. Das Universum? Corporal Lezama, UC Marines, Sunny. Wir dachten, wir wären erledigt. Ich. Und der geschätzte Doktor ist auch da. Musa, oder? Das hier ist seine Party. Okay. Seine Party? Wirklich? Freva Meyer schickt mich. Mahoney ist eine Maschine. Reinste Vergeudung von Talent auf diesem Felsen. Was zur Hölle macht ihr überhaupt hier? Doktor! Doktor! Ja, Astrobiologie. Wir studieren nicht-terranische Lebensformen in den besiedelten Systemen. Okay. Wir wollen die Flora und Fauna verstehen und nach praktischen Anwendungen suchen. Okay, klingt logisch. Ich glaube, den Screen ist euer Forschung egal. Nichts für ungut. Klingt nach einer edlen Mission. Ja, würde ich auch sagen. Wir wollen zeigen, dass Wissenschaft die Lebensqualität verbessern kann. Und nicht einfach nur unser Zerstörungspotenzial steigert. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Der Freestar-CO, Lieutenant Torres, hat den Komplex abgeriegelt. Keine Ahnung, wie lange seine Truppen noch durchhalten. Zuletzt habe ich ihn auf Ebene 3 gesehen, bei meinem Büro. Geh zu Torres. Mit dem Schlüssel müsstest du bis auf die Sicherheitstüren alles aufkriegen. Geh zu Torres, bevor seine Männer ausgelöscht werden. Kein Problem, Bro. Ah, die leben noch. Lebt auch noch, der auch. Dann haben es doch ein paar überlebt bei diesem Massaker. Wahrscheinlich wegen Doc, wegen Sunny und so. Wieso ist der jetzt rückwärts gegangen? Jetzt habe ich einen Sicherheitsschlüssel. Das heißt, ich kann da jetzt wahrscheinlich überall rein, oder? Da nicht. Aber da. Okay, dann schaue ich aber zuerst mal. Hier war doch noch irgendwo eine Tür. Nein, das ist so Aufenthaltsraum. Hier war doch noch irgendwo eine Tür. Oder habe ich das falsch in Erinnerung? Ich glaube, ich habe das falsch. Ich finde es halt seltsam, dass mein Kumpel hier... keinen Raumanzug anhat, so wie ich.
Oh. Oh Gott, Junge! Pass doch auf! Ja? Ach so. Elektro. Oh, Granate! Junge, pass doch auf! Ja, gib's ihm! Yo, Bro! Super! Hier ist noch irgendwo jemand. Aber ich will looten. Ich will wieder überschwer sein. Ja. Das ist zu viel für mich. Das ist zu viel? Propo. Elektrifiziert. Ja, okay. Aber ist jetzt hier auch irgendwas Interessantes? Haben die zufällig an die Nacktschnecken zum Beispiel rumgeforscht? Das biologische Leben und so? Ah, Pflanzen. Aber was ist das? Rennt das da rein? Sind das irdische Pflanzen mit einer irgendeiner Mutation? Hier zum Duschen? Aber das ergibt keinen Sinn, wenn man hier duschen kann. Weil normal ist sowas immer bei einem Ausgang direkt. Sonst müsste hier noch eine Wand sein. Woher ich das weiß? Ich habe Sicherheitsanweisungen. Bei solchen Dingen. Ich wollte mich bei einer medizinischen Fakultät. Nee. Dort, wo etwas Medizinisches hergestellt wird, da ist sowas. Ja. Kiste. Oh. Da ist auch nichts drin. Nur eine Flüssigkeit. Eine Pistole. Okay, mein Kumpel ist jetzt eingesperrt. Falls du Hilfe brauchst, kann ich dir was abnehmen. Dann würde ich dich jedoch als Schwindler ansehen, da du von niemandem Hilfe brauchst. Ach, ich liebe den Typen. Meinen großen Fan. Na? Achtung! Gesellschaft! Gefunden! Oh! Nein, ich muss nachladen. Elektrik. Bin Elektriker. Ich sterbe. Wir müssen weg. Stehen. Da komm. Guck doch mal. Schon wieder eine Granate hier irgendwo. Alter, Junge. Pass doch auf mit deinen Granaten. Jetzt richtig weit aus. Was ist das denn? Fisch? Was wollen die mit Fisch hier? Oh, tut mir leid. Wieso muss man Menschen immer töten? Was war hier drin? Okay, die zuckt ein bisschen rum. Hier ist aber sonst gar nichts. Den habe ich noch nicht. Ich
lade mal nach. Oh, ja, ich lade mal nach. Obwohl, ich such mal eine andere Waffe. Okay, da wird schon geschossen. Da, ich habe da kaum Munition dafür. Dafür? Ne. Okay. Da habe ich was verwechselt. Dafür habe ich relativ viel. Okay. Was? Was war da? Also, ich bin beeindruckt, mein Freund. Ich bin beeindruckt. Knallt ihn einfach so ab. Aber was ist das hier? Okay, aber sieht gut aus. Wir haben alles gelootet. Glaube ich zumindest. Ah, Credits. Ist wieder ein Anzug? Nee. Brauche ich nicht. Okay. Was war das jetzt? Was war das jetzt? Das... Bam, 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 tot. Das sollte sicher schwer sein. Da ist da jemand? Nein. Da werden aber noch garantiert welche sein. Kann ich hier rein? Nö. Hä, wie soll man dann da... Achso, da drüben. Ah, das sieht doch süß aus. Das wäre ein Film, den ich anschauen würde. Forever Humans. Okay, kein Zugang. Kein Zugang. Ah, ich muss oben hin. Habe ich hier oben irgendwas vergessen? Ach da. Oh, hallo. Verdammter Spacer. Jemand schaltet die Spacer aus. Ich fasse es nicht. Ich auch sind nicht. Sind sie alle tot? Dank der Hilfe. Na, die schlafen sind alle von ihnen erledigt. Das war echt gute Arbeit. Wie viele sind noch in eurer Einheit? Habt ihr Scharfschützen oder so? Nein, ich bin alleine. Tja, ich habe den Scharfschützen freigegeben, der Artillerie auch. Ich habe dem Scharfschützen freigegeben, ja? Was? Ernsthaft? Das war alles dein Werk? Ja. Wir müssen Captain Myong helfen. Sie ist hinter der Tür. Aber sie gehört Alter. Nicht zu Freestar. Oberste Priorität haben unsere Männer und Wissenschaftler. Sie war die Einzige, die uns geholfen hat, Sergeant. Ich werde sie jetzt nicht im Stich lassen. Unsere Männer. Und unsere Frauen, die nicht, oder was? Sexistisch. Ich werde gerade erst im Krieg erstaunlich, dass ihr den Marine helfen wollt. Ich freue mich darauf, kennenzulernen. Ja? Sie ist was Besonderes. Aber die sind von den UC. Wir können nicht... Sergeant, ich befehle dir, uns bei der Rettung zu helfen. Nur, wie? Wir haben einen Überbrückungsschlüssel. Wenn sie noch leben, sind sie beim anderen Eingang. Zusammen müssten wir sie retten können. Wenn nicht, sterben wir halt. Einige Soldaten brauchen unsere Hilfe. Kein Problem. Bist du dabei? Wir könnten Unterstützung gut gebrauchen. Ich helfe gern. Das ist hier kein... Na komm. Dann ziehen wir es durch.
Hier ist der Schlüssel. Du gehst voran. Der Captain ist eine Ebene tiefer. Okay. Du trägst die Last der Galaxie auf deinen Schultern. Ich kann nur staunen. Einen schlechten Helm. Oh, Credits. Credits nehme ich gern. Hier sonst noch irgendetwas? Naja. Oh, was ist das? Ist wieder so ein... Ich muss mir mal schauen, wo ich das seltsame Zeug verkaufen kann. Okay. Hä? Wo? Wo ist einer? Keine Ahnung. Ja. Wieso sind hier jetzt wieder Leute? Ja, nehme ich. Achso, habe ich schon. Das ist auf dieser Ebene. Mich da nicht hin. Ja, ich habe jetzt wieder Probleme. Okay. So kann es nicht weitergehen. Ich muss Ausrüstung ablegen. Sieht spannend aus. Bis zu 100 Energie. Ich leg den mal an. Ablegen mit R. Okay. Habe ich hier irgendwas Besonderes? Nö. Waffen. Ja, brauche ich nicht. Nahkampf. Eine kann ich weglegen. Davon, die ist nicht mal wirklich gut. Bestätigen. Die behalte ich auf jeden Fall. Kann ich eine weghauen? Okay. Komm, kann ich jetzt gehen ohne... Nein. Ich muss wieder unter die Kilo. Ja. Okay, ich hab's bald. Klamotten habe ich nichts wirklich. RRR. So, bald. Waffen sind, glaube ich, das Problem. Die würde ich gern noch lassen. Die auch. Ich weiß nicht, was ich weghauen soll. Also das auf jeden Fall.
die auch. Das auch. Die ist irgendwie richtig gut. Die Stromwerfer. Komm, weg damit. So, das heißt, wir sind wieder. Doch, ich habe Raumanzug an. Alles klar mit dir? Hm. Okay, hier sind wieder neue Leute, oder? Hier war ich schon. Da oben. Ah, da. Hi Leute. Was? Hey, ich hab grad keine Ahnung, wer was ist. Sowas von überladen sein, sobald ich hier durch bin. Hier noch irgendwas? Ja, ich rede gleich mit dir. Keine Sorge, kein Stress hier. Hm. Liegt hier noch irgendwas rum, was ich gerne haben möchte? Ein Sandwich. Du siehst nicht aus wie ein Marine und auch nicht wie von der Miliz. Wer bist du? Ein krasser Typ. Ich gehöre zur Constellation. Ich habe euren Notruf empfangen. Freestar Ranger. Ich bin ein Ranger. Ich bin nur ein Kapitän, der einen Notruf empfangen hat. Ich bin Ranger. Schön, dass ihr euren Leuten endlich mal helft. Wow. Captain Mayong, UC Marines. Veteranen der Koloniekriege. Schild des Paduk-Passes. Bester Marine im Dienst. Und dieses Großmaul ist Private Sai. Hm? Wäre sie nicht so eine verdammt gute Soldatin, müsste sie die nächsten 10 Jahre Latrinen putzen. Ihr habt Leben gerettet. Und das werden wir euch nicht vergessen. Ich habe gerade viele Leben genommen. Tja, ohne sie wären wir jetzt alle tot. Ihr gehört zu Freestar, seid aber zuallererst Sandlatscher. Ich wollte euch nicht einfach diesen räudigen Spacern zum Fraß vorwerfen. Okay. Verdammt schön, dich kennenzulernen. Du hast Kampfgeist, den können wir gut gebrauchen. Wir haben uns hier einen Hinrichtungsaufschub erkauft, aber der läuft auch irgendwann aus. Die Mistkerle sind unorganisiert und ohne Disziplin. Aber sie haben Raumschiffe und wir nicht. Deswegen können sie Verstärkungen herbringen, bis sie uns zahlenmäßig überlegen sind. Und dann schlagen sie zu. Hart. Klingt so, als hätten wir alle Hände voll zu tun. In ein paar Jahren habe ich aus dir einen eisenharten Marine gemacht. Ich habe ein dringendes Problem, Captain. Ich habe Truppen und Zivilisten im Feld. Die werden von den Spacern ausgeschaltet. Ich kann sie nicht sitzen lassen. Dann wärst du auch ein verdammt schlechter Anführer. Aber wir brauchen jeden, um die Verteidigungsanlagen wieder in Betrieb zu nehmen. Mahoney meinte, laut ihrer letzten Übertragung hätten sie Probleme. Könntest du vielleicht zum Forschungslager fliegen und alle Spacer ausschalten?
Ich erledige das. Ja, sie melden sich nicht mehr. Hoffentlich gibt es noch Überlebende. Mach es schnell und effektiv. Easy. Diese Milizratten, die sind besser, als ich dachte. Ach was. Besser, als du dachtest? Und hier geht's zufällig raus, oder? Jetzt bin ich bei der Hintertür, wo wir vorletzte Folge waren. Ja, genau. Dachte ich mir doch. Wir sind genau hier. Okay. Mal warten. Na, wie geht's dir? Fühlst du dich gut? Wir müssen unbedingt mal wieder irgendwas anfliegen, wo wir verkaufen können. Ach, der. Der liegt hier immer noch da. Okay. Zum Plaudern hier? Wer bist du denn? Kann ich dir bei was helfen? Ach, du, dich kenne ich. Ach, du bist... Ah, ich habe ihn nicht mal erkannt. Okay. Wo fliegen wir jetzt hin? Welches Abenteuer erwartet uns als nächstes? Map. Ach, genau hier. Okay. Das sieht so cool aus. So Cyberpunk-mäßig. Sowas mag ich halt. Okay. Warte mal. Ach, hier ist Sauerstoff oder was? Da drüben. Ich habe ja immer noch das Problem, dass ich, gibt es hier irgendwo was, wo ich, wo ich was verkaufen könnte. Soul? Da wäre eine Raumstation. Kann ich hier vielleicht... Ziviler Außenposten. Ja, da könnten wir mal hinfliegen. Mit X-Kurs festlegen. Was, ich trage zu viel? Inventar? Muss ich jetzt ehrlich was ablegen? Oh. Autoheilung benutze automatisch
Medipack, wenn du getroffen wirst und eingesunken. Das klingt halt richtig gut. Aber das ist Müll. Das auch. Okay. Ich schmeiß das mal alles weg. Okay, weg damit. Jetzt bin ich wieder drunter. Okay. Kurz rein. Was war das? Soul? Oder war ich hier? Ich war hier. Okay. Menschliche Außenposten. Ich hoffe, da gibt es was, was ich verkaufen kann. Dass ich was verkaufen kann. Jetzt bitte andocken. Mittlerweile weiß ich auch, wie das geht. Ich hoffe, ich kann jetzt hier noch. Wir sind angedockt. Die Crew dieses Schiffes wird begrüßt. Okay. Ich bin Walter Stroud. Im Namen des Stehlen. Ah, das sind so Schiffsmodule, oder? Welches Modell nehme ich nur? Stroud Eklund mag zwar neu sein, aber so konnten wir von den anderen lernen. Hallo, willkommen in der führenden Sternenwerft in den besiedelten Systemen. Wir sind zwar neu, aber du wirst erkennen, warum wir in aller Munde sind. Okay. Was? Ja, komm. Danke. Welche Art von Schiff suchst du denn? Schiff im Sehr Angebot? Gerne. Ich kann hier jetzt nicht verkaufen. Ja. Ja, sehr. Ja. Also das Design ist jetzt nicht das. Das ist einfach, ja. Alles so stromlinienförmig. Das sieht jetzt hier halt ein bisschen krasser aus. Ist der Einstieg auf der Seite. Aber, nee. Ich wollte eigentlich was verkaufen. Kann ich... Gibt's hier nicht keinen Schalter zum Verkaufen? Ich war neugierig, aber diese Spezifikation... Kann ich jetzt einfach hier durch die komplette Basis latschen? Wir haben hier eine hochmoderne F&E-Abteilung. F&E-Abteilung. Hier liegen Credits, die nicht stehlen sind. Okay. Nehme ich. Ja, ich ja, toll. Jetzt bin ich hier. Das stehlen. Ich kann hier jetzt nichts verkaufen. Das sieht ja cool aus. Ist aber stehlen. Okay. Oh, da darf ich nicht rein.
Okay. Aber dann gehe ich hier. Sag Bescheid, falls du... Okay, ich dachte, ich kann jetzt einfach auf einem Planeten... Aber wo ist jetzt so ein Heimatplanet? Das weiß ich halt von... So Soul? Sagt mir das was? Luna, nein. War ich da schon mal? Europa. Da ist aber auch nichts drauf, wo ich schon mal war. Okay, ich habe da ein kleines Problem jetzt. Ich will was verkaufen. Industrielle Außenposten. Ab, nein. Industrielle Außenposten, was ist das? Mal kurz gucken. UC Security hier. Wir scannen jetzt nach Schmuggelware. Oh, ich habe glaube ich noch was. Ah. Annehmen. Unser Scan zeigt Schmuggelware an Bord. Sofort anhalten, wir kommen an Bord. Illegale Waren und Diebesgut werden beschlagnahmt. Ich habe Befehle. Du kommst mit. Mach keinen Ärger und bereite dich für den Transport auf unser Schiff vor. Ach Gott. Angreifen? Nein, ich gehe. Ich kooperiere. Ja, willst du mir sagen, was hier los ist? Ich soll dich darüber in Kenntnis setzen, dass du auf die UC Vigilance transferiert wirst. Alles Weitere erfährst du dann dort. Darüber hinaus darf ich dir keine weiteren Informationen geben. Tut mir leid. Okay. Danke. Was ist mit meinem Schiff? Wir haben den Befehl, dich und dein Schiff an deinen Bestimmungsort zu bringen, zur UC Vigilance. Jede Abweichung von diesem Befehl deinerseits wird als feindseliger Akt gewertet und mit Waffengewalt unterbunden. Ah, okay. Gut. Kluge Entscheidung. Wir kommen für den Transfer an Bord. Ich hätte das ablegen sollen. Okay. Ich sage es dir. Der Commander hat Pläne für diese Null. Warum sollte er sich sonst den ganzen Stress machen? Ich verstehe immer noch nicht, warum er einem Verbrecher vertraut. Was für ein Risiko. Mach dir keinen Kopf und behalte unseren Gast im Auge. Bin gleich wieder da. Kennt ihr die Szene? Aus Star-Lord? Bleib einfach hier. Der Commander will mit dir reden. Ach was. Ist das jetzt irgendwie eine Story, wo ich wieder reingerutscht bin? Der Gefangene ist bereit, Sir. Bin ich jetzt einfach in irgendeine Story reingefallen, oder wie? Okay, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst ein Like da und ein Abo. Wir sehen jetzt gleich, was hier passieren wird. Also lasst ein Like und ein Abo da und die Glocke nicht vergessen und einen netten Kommentar. Das würde mich sehr unterstützen. Also bis zur nächsten Folge. Hab euch lieb.